So, in diesem Video möchte ich mich auch wieder mit Ebenen in Koordinatenform beschäftigen. Diesmal geht es darum, dass ich nicht die Faktoren vor den Koordinaten vorgebe, sondern ich möchte von den Spurpunkten ausgehen und diese dann als Gleiter auf den Achsen einzeichnen und aufgrund der Koordinaten dann die Geradengleichung verdeutlichen, wie ich also da drauf komme. Zunächst mal, ich hatte das ja schon, glaube ich, mal erklärt, oder wenn Sie eben alle Filme gesehen haben, wissen Sie es, dass ich auch hier Gleiter zeichnen kann. Das Problem ist jetzt, wenn ich auf der X- oder Y-Ebene was eins, X- oder Y-Achse einzeichne, kriege ich einen Punkt mit zwei Koordinaten. Das war in der, ist in der aktuellen Version gerade so, in der ich gerade arbeite. Bitte probieren Sie das mal aus, ob das bei Ihnen auch der Fall ist oder eben nicht. Gegebenenfalls müssen Sie das dann genauso machen wie ich oder eben Sie können einfach hier diesen Punkt dann als Gleiter lassen. So, ich mache jetzt, also ich wende jetzt ganz so einen kleinen Trick an, nämlich ich zeichne hier Punkte drauf. Mein Ursprungspunkt brauche ich auch noch. Ist gleich 0,0,0. Und zeichne jetzt hier Geraden ein. Diese Geraden sind mir quasi ein Ersatz für die Achse. Und ich setze meine Punkte, die Gleiter auf die Geraden drauf, sodass ich also keine Probleme habe mit den Koordinaten, weil jetzt haben diese Punkte, die ich brauche, das sind in diesem Fall also C, D, E, alle drei Koordinaten. Ich mache jetzt mal Folgendes, da mich A, B hier stören, mache ich sie zu Hilfsobjekten. Dann sind sie hier nämlich nicht drin. Und ich benenne die drei Punkte mal um in P, Q. Nee, das stimmt nicht. Haben wir dann gemacht. Ursprung. Das ist, wo haben wir es denn? Also das P ist das erste, Q, D ist und das da R. Also die drei Punkte P, Q, R, jeweils auf den entsprechenden Achsen. So, ich schiebe es jetzt mal zurück. Okay. Diese drei Punkte kann ich natürlich verwenden, um daraus eine Gerade zu eine Ebene zu zeichnen. Mit diesen drei Punkten. Und das ist jetzt vorgegeben. Die Geraden, die ich gezeichnet habe als Hilfslinien, werde ich auch mal entfernen, damit sie hier nicht stören. So. Jetzt schieben wir mal oder versuchen mal die Punkte auf Werte zu schieben, sodass ich ganze Zahlen habe. Jo, das ist nicht so einfach. Vielleicht ein bisschen seitlich. So. Ja, leider gibt es den Punktefang noch nicht, sonst wäre das ja kein Problem. Das Problem ist jetzt, dass ich nicht so einfach jetzt das machen kann, dass ich sage, ich ändere einfach den Wert, indem ich hier unten die Koordinaten eingebe. Upsala. Denn dann hätte ich nämlich einen freien Punkt. Ich möchte ja einen Gleiter haben, der hier drauf sich bewegen kann. So, nun ist es ja das
diese Gerade, die ich hier habe, diese Ebene, die ich hier habe, dass sich die nun oder deren Gleichung nun bestimmen lässt mit Hilfe der drei Koordinaten, die ich hier habe, also hier dem 4 der x-Koordinate beim Schnittpunkt mit der x-Achse, dem y-Wert beim Schnittpunkt der Ebene mit der y-Achse und dem z-Wert der des Schnittpunktes der Ebene mit der z-Achse. Jetzt haben Sie hier eine Form, wo das keine Rolle spielt, was ja eigentlich auch nicht schlimm ist, denn ich kann das ja verdeutlichen mit Hilfe des Textwerkzeuges, also eines Textobjektes, dass das tatsächlich auch stimmt und zur Kontrolle quasi diese Ebene dann auch nochmal bestimmen und angeben. So, dazu erstelle ich mir in der Grafikansicht 2 also einen Text und wir probieren mal aus, ob das funktioniert. So, wir brauchen LaTeX, damit wir das Ganze mit Brüchen darstellen können. Hier habe ich das Werkzeug für Brüche und dann müsste ich ja haben hier den x-Wert von p. Ich wähle also p aus und klicke dann in das Kästchen rein und schreibe x von p. So, und das geht natürlich weiter für die anderen Koordinaten. Also wieder Bruch. Und da ich jetzt gerade dabei bin, füge ich noch einen zweiten, noch einen dritten ein und ergänze oder korrigiere jetzt die Einträge. So, das ist dann der y-Wert von q, den ich brauche. In dieses kleine Kästchen reinklicken und noch das letzte r davon den z-Wert. So, das ist jetzt eine Geradengleichung. Und damit wir zeigen können, dass diese Geradengleichung gerade dieser hier entspricht, geben wir sie mal auch so ein, wie sie da steht. Das heißt x durch x von p, nur eben als Text das Ganze, plus y geteilt durch y von q plus z geteilt durch z von r ist gleich 1. Und wie man sieht, sind die beiden also absolut identisch. Ich kann das Ganze jetzt hier natürlich so machen, dass ich diese Ebene quasi weglasse. Ich kann sie ja auch als Hilfsobjekt definieren, dass sie mir aus dem Weg ist. Ups. Wenn mir der Name nicht gefällt, benenne ich sie halt um in E. Kann ich auch machen, dass ich also Großbuchstaben verwende, so wie es ja eigentlich eher üblich ist bei Ebenen. Und dann passt das mit meiner Darstellung hier als Bruch. Ich mache das Ganze mal ein bisschen größer. So, das heißt, ich kann anhand der Darstellung hier eben erkennen, wie der Zusammenhang ist zwischen dem Spurpunkt bzw. Schnittpunkt mit den Achsen und der Koordinatengleichung. Man kann jetzt natürlich noch ein bisschen weitergehen und versuchen, das Ganze dann auszugleichen. Ich denke aber, da gibt es das Problem, dass ich natürlich verschiedene Möglichkeiten habe, das Ganze zu erweitern. Und da würde ich eventuell von absehen, man kann sich überlegen, ob man es machen will oder nicht.
Aber hier kann ich, denke ich, ganz gut das erkennen, wie der Zusammenhang eben ist zwischen den Schnittpunkten mit den Achsen hier und entsprechenden Koordinatengleichung.